Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Es ist Länderspielpause, aber die dritte Liga macht Gott sei Dank keine Pause. Allerdings Duisburg gegen Saarbrücken. Ich habe das jetzt prognostiziert, aber das Spiel ist abgesagt, findet heute Abend also nicht statt. Ja, aber ich habe es jetzt trotzdem prognostiziert, sonst wird ja irgendwie was fehlen. Auf jeden Fall Dank fürs Reinschalten, viel Spaß beim Zuschauen. Lasst gerne später einen Daumen nach oben und ein Abo da. Jetzt geht's los mit Duisburg gegen Saarbrücken. Diese beiden Mannschaften haben wirklich ambivalente Erfahrungen zum Saisonstart gemacht. Duisburg mit 2 Punkten aus 3 Spielen nicht gerade toll gestartet. Der erste FC Saarbrücken grüßt von der Sonnenseite. Platz 1 heißt es da nach 3 Spieltagen. Diese Partie hier, lange Zeit ohne Chancen. Dann mal die Zebras, die sich hier versuchen vorne festzusetzen, aber sinnbildlich, da kommen sie einfach nicht durch. Das sollte jetzt im zweiten Durchgang besser werden und der MSV trieb immer mal wieder an. Jetzt Sicker, der den Ball in die Mitte bekommt. Vincent Vermey. Skepanik, schöner Roulette-Trick. Dann ist es in der 52. Minute jedoch Batz, der hier den Gegentreffer verhindert für den ersten FC Saarbrücken. Als Tabellenführer hier angereist, aber nicht unbedingt als Favorit. Sie sind die Aufsteiger, das darf man ja niemals vergessen. Auch wenn sie wirklich gut gestartet sind. Hier dann wenige Augenblicke später eine erneute Möglichkeit für den MSV. Doch der Kopfball geht dann doch am Kasten vorbei. Sieht Batz aus, auch reagiert nicht und guckt den Ball ins Tor aus. Schlussphase: Duisburg war hier deutlich dichter dran. Saarbrücken konnte sich erstmal mit diesem Punkt begnügen. Wenn es Pepic zu Vermey. Und das war nochmal was. 84. Der Siegtreffer blieb aber aus für den MSV. Die Zebras sind im zweiten Durchgang aufgewacht, verschliefen die erste Halbzeit und für den ersten FC Saarbrücken ist es am Ende ein Punkt, mit dem man leben kann. 8 Punkte nach 4 Spielen als Aufsteiger, eine Topquote und der MSV wartet nach 4 Spielen weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Derby in Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion. Der erste FCK hat sich unter Jeff Saibene ein 2:2 gegen Wien Wiesbaden erkämpft. Ein furioses Finale sorgte am Ende für den 2:2 Ausgleich. Waldhof Mannheim hingegen ist noch ohne Niederlage, aber auch noch ohne Sieg. 3 Spiele, dreimal unentschieden. Das ist nicht das, was man sich erhofft hat bei den Waldhöfern. Der erste FCK hier aber früh unter Druck. Die erste Möglichkeit eben und die zweite Möglichkeit hier. Wieder Costly, 19. Minute. Der hätte hier schon alleine die Führung erzielen und sogar ausbauen können. Den verreißt er hier aber komplett. Glück für den ersten FCK. Vor dem Seitenwechsel dann aber auch endlich mal die Gastgeber von Saibene nochmal nach vorne gepeitscht. Fehler von Doncor. Rieder zu Bachmann. Aber wenn man solche Möglichkeiten nicht nutzt, dann muss man sich nicht wundern. Bei Kaiserslautern sieht es halt momentan echt schlecht aus mit 1 Punkt nach 3 Spielen. Das hier wäre dann der zweite. Zweiter Durchgang, lange geschah nichts, aber dann prompt das 0:1. Der erste FC Kaiserslautern ließ sich etwas einschläfern, dann einmal diese Situation ausgenutzt. Und jetzt richtig unter Druck hier im Derby. Das darf man auf keinen Fall verlieren. Mit der letzten Kraft. Luschek nach vorne. Irgendwie dabei. Marvin Pourrier. Ein Ausrufezeichen in der 88. Minute. Schön runtergenommen. Dann ein toller Dropkick mit dem Spann. Und immerhin das 1:1. Trotzdem bleibt der erste FC Kaiserslautern unzufrieden. Ohne einen Sieg. Waldhof Mannheim hat dann nach 4 Spielen 4 Punkte mit 4 Remis. Guter Saisonstart für den TSV 1860 München. Lübeck als Aufsteiger hat es schwer, wartet noch auf den ersten Sieg. Vielleicht hier an der Grünwalder Straße, doch die in hellblau gekleideten Löwen wollten hier nichts anbrennen lassen. Übernahmen sofort die Dominanz, konnten diese abrufen und erzielten in der 24. Minute durch Sascha Mölders den Führungstreffer. Und es ging gut weiter. Knappe halbe Stunde gespielt, wieder München 60. Lübeck kommt nicht raus, Mölders in der Mitte zu frei. Sträflich
alleine gelassen. 32. Minute das 2:0 Doppelpack für Sascha Mölders. Und es wurde für Lübeck nicht schöner. Nach vorne ging nichts und für den TSV klappte fast alles. Tallig zu Lex. Auch nochmal mit der Hacke weitergeleitet. Dreierpack, lupenreiner Hattrick für den Routinier in der 44. Minute. Und dann schon sowas wie die Vorentscheidung. Lübeck brauchte eine 180-Grad-Drehung. Es wurde zumindest besser. Deichmann mit der Hacke zurückgelegt. Thiel aber scheitert an Hiller. Dann verpufft die Situation. Man hätte sie hier nochmal ranbringen können mit diesem Abschluss, aber die Chance passé. 20 Minuten noch zu spielen. Mölders, diesmal legt er zurück. Zahlig, Dressel. 4:0 in der 72. Minute. Der Deckel war allerspätestens jetzt auf dieser Partie. Ein Ausrufezeichen des TSV. Sascha Mölders mit 3 Treffern erheblich dran beteiligt. Das sind 10 Punkte aus 4 Spielen für die Gastgeber. Und Lübeck hat nur 2 Punkte. Der KFC Uerdingen rennt und rennt und rennt, aber weiterhin einzig und allein den Ansprüchen hinterher. Man ist wieder schlecht reingestartet in die Saison. Der FC Bayern München 2, diesmal aber auch nicht unbedingt perfekt das, was man vom Meister hätte erwarten können. Aber sie mussten große Aderlasse hinnehmen und so auch hier in der Defensive dann unsortiert. Mike Feigenspahn mit dem 1:0, das stellte gleichzeitig den Pausenstand dar. Nach 5 Minuten also der Treffer, dann geschah lange Zeit nichts. Wir springen in den zweiten Durchgang, eine Stunde jetzt von der Uhr. Und dann wieder der KFC. Tim Albutat. Abschluss aber von Senkball geblockt und wirklich gefährlich wird es da nicht. Das 3:0 der Bayern zuletzt gegen Dresden war dann aber wieder ein Zeichen, wohin es mit dieser Mannschaft, mit dieser jungen Mannschaft mal wieder gehen könnte. Hier lagen sie aber eben nach wie vor seit der 5. Minute zurück. Und Uerding machte es ganz gut lange Zeit. Jetzt aber Bayern zum Ende hin doch etwas gefährlicher. Es war auch schon die 70. Spielminute in dieser Szene. Nochmal mit dem letzten Korn nach vorne. Stiller, wunderbarer Pass und Leon Dajaku setzt sich durch. Und erzielt das 1:1. 86. Minute, doch noch der Ausgleich für die Bayern-Amateure. Und der KFC Uerdingen steht wieder mit leeren Händen da. Mehr oder weniger zumindest. Ein Punkt ist es jetzt. Aber zufriedenstellend ist das nicht. Der FC Bayern München holt sich hier nicht unverdient am Ende dann noch einen Punkt ab. Neben dem ersten FC Saarbrücken ist auch der SC Verl als Aufsteiger mit 7 Punkten in die Saison gestartet. Das ist stark. Nun die Kogge, die eigentlich da oben gerne stehen würde. Es ist ja noch lang genug Zeit in dieser Spielzeit und sie machten es gut hier gegen Verl. Dann mit dem aus kurzer Distanz über die Linie gedrückten Ball zum 1:0 durch Bentley Baxter Bahn. Das ist gut gespielt. Bahn in der Mitte, dann aber zu frei, muss den wirklich dann nur aus kurzer Distanz über die Linie drücken. Für Verl dann vielleicht mal eine Standardsituation. Aufsetzer von Sander. Nicht schlecht. Verl zuletzt gegen Meppen 2:1 gewonnen. Rostock trennte sich im Ostseestadion daheim torlos vom KFC Uerdingen. 1:0 noch für die Gäste bis kurz vor der Pause. Dann kam nochmal der SC Verl. Janjic, Schwermann, wieder Janjic, bleibt am Ball, Schwermann und das muss es doch eigentlich sein. Aber da kommt nochmal Markus Kolke ins Spiel, der hat noch was dagegen und schmeißt sich rein. Hält das 1:0 in der Benteler Arena, der Heimspielstätte vom SC Paderborn, erstmal den Ball noch fest. Zweiter Durchgang, Rostock spielte abwartend, aber mit Nadelstichen und auch erfolgreich. Jan Löhmannsröben, 68. 0:2, der SC Verl lässt sich da überrennen, hatte auch dann nicht mehr viele Möglichkeiten. Zum Ende hin, dann kamen sie nochmal, die Gastgeber, Schwermann, Jan Jetsch und Sander noch einmal mit der großen Möglichkeit.
kurz vor Ende den Anschlusstreffer zu erzielen, aber dann zielt er vorbei. Es blieb also beim 0:2. Der FC Hansa Rostock verschafft sich wieder etwas Luft und der SC Verl muss dann im vierten Spiel die erste Niederlage kassieren. Türkgücü München und der SVW in Wiesbaden stehen jeweils mit 5 Punkten da, also ein Sieg, 2 Unentschieden nach 3 Spielen. Das lässt sich durchaus sehen. Hier Türkgücü mit der ersten großen Chance, Boss aber mit der guten Parade. Erhard setzt nochmal nach, der Kopfball dann aber über den Kasten hinweg. Es war ein ausgeglichenes Spiel, Türkgücü hier teilweise sogar die bessere Mannschaft. Wien Wiesbaden kassierte gegen Kaiserslautern spät den Ausgleichstreffer. Da hat man die 7-Punkte-Marke dann erstmal verpasst. Hier vor dem Pausenpfiff Mockenhaupt, der mal vorne dabei war und querlegt zu Gianluca Korte. 2. Minute der Nachspielzeit. Bringt den Ball aus knapp 11 Metern im linken unteren Eck unter und erzielt damit die Führung für Wiesbaden. Etwas schmeichelhaft zu dem Zeitpunkt. Dann im zweiten Durchgang, aber das 50. Minute komplett ungestüm, wie hier verteidigt wird. Medic mit dem Foul und die Möglichkeit für Böhre per Strafstoß auszugleichen. Und Böhre macht es ganz sicher rechts rein. Gut platziert, nicht zu parieren. Und somit also das 1:1. Alles wieder völlig offen. Und Türkgücü schnupperte jetzt wieder an der Führung. Oder das erste Mal überhaupt an der Führung. Sliskovic, 61. Guter Flachschuss, hätte auch gezählt, stand nicht im Abseits. Dann ist es aber eine richtig gute Torwartparade. Auch die Schlussphase, dann völlig offen. Wiesbaden mit einem weiten Ball. Korte bekommt den quer gelegt. Wurz nochmal mit dem guten Auge für Tietz. Und er steht in der 87. 1:2. Türkgücü lässt sich hier im Münchner Olympiastadion überrennen und verliert mit 1:2. Verliert damit das erste Spiel in der dritten Liga. Ärgerlich und vermeidbar. Aber Wiesbaden holt sich hier die Punkte. Die SG Dynamo Dresden musste beim 3:0 gegen die Bayern erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen richtig ankommen. Gegen Magdeburg auch sahen sie schlecht aus zu Beginn. Die erste Chance nach einer knappen Viertelstunde gehörte den Gästen. Jasula, der sich hier probiert, aber Löwe schmeißt sich in den Ball. Dynamo also erstmal akklimatisieren. Das war wirklich harter Drittliga-Alltag am vergangenen Freitagabend. Da Ferner. Schön zu Will. Der Sechser rückt nach und schießt das Führungstor. 27. Minute. Paul Will mit dem 1:0. Äußerst glücklich zu diesem Zeitpunkt. Aber Dresden spielte sich jetzt besser ein und konnte mit dem 1:0 die breite Brust raushängen lassen. Agirmang Diawosi. 2:0. 10 Minuten vor dem Seitenwechsel. Magdeburg links völlig offen. Darf nicht passieren. So steht es dann eben 2:0. Der zweite Durchgang von nicht viel Möglichkeiten geprägt. Dann aber mal Brünker, der sich schon in den Schlussakkorden dieser Partie mal mit einem Versuch aus der zweiten Reihe ausprobiert. Der geht aber nur ans Gebälk der Netzhalterung. Dynamo noch einmal. Da Ferner. Eiskalt. 3:0. Dynamo hatte nicht viele Möglichkeiten, um hier noch einen draufzusetzen. Die machen es dann trotzdem. Vielleicht die individuelle Qualität, die sich hier durchsetzt. Der erste FC Magdeburg hat damit 1 Punkt nach 4 Spielen. Das ist eine äußerst schlechte Ausbeute. Die Spielvereinigung Unterhaching bekam es mit dem SV Meppen zu tun. Haching 6 Punkte, Meppen 3 Punkte. Und Haching hatte hier auch als gastgebende Mannschaft erstmal alles im Griff.
Möglichkeit, früh in der Partie in Führung zu gehen. Aber der SV Meppen hat hier einen starken Schlussmann zwischen den Pfosten mit Plogmann. Dann auch die Gäste mal nach vorne. Piosek zu El Helve. Vielleicht etwas überhastet. Der Ball wird dann nicht wirklich gefährlich, aber zumindest ein Strich auf der Torschussstatistik, wenngleich Schüsse aufs Tor weiterhin eher Mangelware waren und selten gefährlich wurden. Zweiter Durchgang. Haching weiterhin die aktivere Mannschaft. Dombrovka raus zu Fuchs in den 5-Meter-Raum gebracht, diese Flanke. Armin kann es klären und Fuchs macht dann die Chance selber zunichte. Vielleicht eine Kontersituation für Meppen. Der Lucky Punch. Hemlein! Aber Mantel ist da, auf den ruhen viele Stücke. Zeigt er hier, macht er gut, pariert er, muss er aber auch. Und wenige Augenblicke später nochmal das. Piosek, El Helve, Außenpfosten. Zum Schluss hätte es hier nochmal kippen können. Ins Negative aus Sicht der Hachinger, aber es blieb dann beim torlosen 0:0. Keine spektakuläre Drittligapartie. Ohne Treffer sowieso immer etwas schwierig, da was rauszuziehen. So bleibt es eben beim 0:0. Der FC Ingolstadt wurde am letzten Spieltag gestürzt von der Spielvereinigung Unterhaching und hier gegen Viktoria Köln waren sie auf Wiedergutmachung aus. Bilbia in der Frühphase mit einer guten Kopfballmöglichkeit, weil sich da aber auch Sebastian Mielitz komplett verschätzt, kommt da raus, greift am Ball vorbei und hat Glück, dass der nicht reingeht. Die in Schwarz gekleideten Schanzer deutlich besser. Wieder aber eine vergeudete Chance. 20. Minute, diesmal macht Mielitz dann seinen Fauxpas aus der ersten Szene wieder weg. Beziehungsweise er macht ihn wieder wett. Gleicht ihn aus, bügelt ihn aus und kann hier den Ball gut zur Ecke werden. Aus der resultierte nichts, aber Viktoria Köln wurde nun etwas besser. Kleefisch zu Wunderlich und so schnell kann es gehen. 37. Minute, das 1:0 für Viktoria Köln. Absolut glücklich, aber Ingolstadt hat es nicht geschafft, die eigenen Möglichkeiten zu nutzen. Der zweite Durchgang schon in den Schlusszügen und das war mal eine gute Möglichkeit. Gauss mit dem Kopfball trifft ihn aber nicht optimal, der geht dann am Tor vorbei. Und wird am zweiten Pfosten dann von einem Kölner geklärt. Zumindest das 1:1. Es wäre hochverdient. Krause, Butler, das ist Beister noch einmal. Aber Mielitz mit einer super Reaktion in der 90. Spielminute hält damit das 1:1 fest. Beziehungsweise er hält nicht das 1:1 fest. Er hält das 1:0 fest, wendet das 1:1 ab. Viktoria Köln gewinnt tatsächlich mit 1:0 gegen Ingolstadt. Zum Abschluss des vierten Spieltags trifft der hallische FC am Montagabend auf den FSV Zwickau. Halle in den roten Trikots, dominant, aber nicht zwingend bis in die 20. Minute. Terence Beuth zu Niedfeld. Beuth bekommt den Ball wieder, läuft gut durch und macht das 1:0 in der 22. Minute. Halle ist böse unter die Räder gekommen beim Aufsteiger aus Saarbrücken. Letzte Woche beim 0:4, da musste die Elf von Florian Schnorrenberg jetzt wirklich Wiedergutmachung betreiben. Und es klappte ganz gut, Zwickau nach vorne, äußerst harmlos. Eberwein bekommt den Ball zu Beuth, der steht da komplett frei und macht in der 43. den Doppelpack. 2:0 für Halle, der FSV Zwickau wie von allen guten Geistern verlassen. Im zweiten Durchgang konnten sie dann zumindest weitere Gegentore erstmal verhindern. Halle aber immer mal wieder zwischendurch gefährlich. Derstroff mit dem Lupfer von Brinkies. Gut gehalten und in letzter Instanz artistisch
Geklärt. Schlussphase. Absolute Endstation jetzt für Zwickau. Der Ball müsste nun im Kasten flattern und das tut er auch. 87. Maximilian Wolfra mit dem 2:1 und mit der neuen Hoffnung, vielleicht doch noch einen Punkt hier mitzunehmen. Aber es blieb beim 2:1. Halle gewinnt vollkommen verdient, holt sich die 3 Punkte ab. Damit 6 Punkte nach 4 Spielen. Das geht schon in Ordnung. Jo, das soll es dann wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten kommt morgen auch die Prognose zum Spiel Ukraine gegen Deutschland. Sollte es der Ukraine bei FIFA 21 geben. Also bis dann und adios.